Schlecht. Eigentlich dreimal, oder? Das war der erste Mal. So, herzlich willkommen zu unserem Hellbox-Meetup in Karlsruhe. Johannes Graf erzählt uns was über Rundeck. Los, bitte. Okay. Fange ich einfach mal an. Und zwar, der Talk geht ungefähr eine Stunde und es geht natürlich um einen Hands-on-Vortrag über das Thema Rundeck. Das heißt, wir werden relativ viel im Browser unterwegs sein, ein bisschen durch das UI von Rundeck durchklicken, aber wir sind auch relativ viel auf der Konsole unterwegs. Das heißt, wenn ihr irgendwie von der Schrift was nicht lesen könnt oder so, sagt einfach kurz Bescheid, gerade die Leute in den hinteren Reihen, das soll es natürlich auch lesen können, was wir machen. Okay. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Johannes Graf. Ich bin seit 2012 bei Synix. In meinem früheren Leben war ich so ein bisschen Sysadmin und bin dann irgendwann zur anderen Seite gewechselt, bin zum Softwareentwickler. Mittlerweile wachsen die Welten wieder mehr zusammen, auch bei Synix. Und da habe ich mich so ein bisschen dem Thema eben verschrieben, die Deployment-Toolchain, die Build-Toolchain ein bisschen zu optimieren. Und ein Grund davon war eben die Einführung von Rundeck. Okay. Auf der Agenda stehen das erste Mal ein paar Use Cases, wie wir es bei Synix verwenden, Rundeck. Dann stelle ich einfach Rundeck mal ein bisschen als UI vor. Wir werden ein paar verschiedene Sachen dort angucken, wie wir das verwenden können. Dann stelle ich eine Build-Pipeline vor, eine klassische, wie man eben Source Code aus dem Git auscheckt, wie man sie mit einem Build-Server baut, dann das Artefakt veröffentlicht und dann irgendwann auf dem entsprechenden System ausrollt. Zum Schluss runden wir das ganze Thema noch mit dem Thema ACLs ab. Das heißt, wenn wir Zugriff auf gewisse Systeme erlauben, müssen wir uns auch irgendwie darum kümmern, dass nicht jeder auf einem System alles machen darf. Das heißt, da gucken wir darum, dass zum Beispiel Junior-Entwickler nicht irgendwie das Produktivsystem deployen darf, sondern der kann sich vielleicht auf dem Test- und dem Stage-System bewegen, aber Produktivsysteme sind eher vielleicht für Leute vorgesehen, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Das heißt, ein Zen-Entwickler könnte das dann eben deployen. Okay. Der erste Punkt ist so ein bisschen in Rundeck Jobs und Workflows. Das heißt, Rundeck unterstützt uns hier einfach super darin, wenn man irgendwie mal am Anfang Shell-Skripte hatte, mit Shell-Skripten Dinge automatisiert hat, hilft es uns einfach gewisse Jobs, um die Shell-Skripte zu stricken. Das heißt, hier können wir ganz einfach Optionen anbieten, die dann Shell-Skripte entgegennehmen. Und wir können einfach gute Zugriff drauf legen, welche Nodes dann bespaßt werden können. Ein weiterer Vorteil ist noch, wir können dann, je nachdem wie der Job aussieht, beziehungsweise wie der Jobstatus abläuft, können wir eben dann auch entsprechende Leute darüber berichten lassen. Das heißt, wir können zum Beispiel, wenn ein Job anfängt zu laufen, können wir per E-Mail oder Log-Station und so weiter, können wir Logs verschicken. Und das ist eigentlich relativ toll. Ein weiterer Punkt ist, sehr toller, ist es einfach nachvollziehbar, wer wann was gemacht hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Befehl ausführe in Rundeck, bekomme ich einen sehr granularen Audit Trail, also wer was gemacht hat, zum Beispiel was für einen Job er ausgeführt hat, welche Parameter der hatte. Wenn der Job irgendwie fehlgeschlagen ist, sehen wir eben auch dann, warum der Job fehlgeschlagen ist. Also da sehen wir einfach sehr, sehr granular, warum das passiert ist. Ein weiterer toller Punkt ist einfach, Rundeck kann man auch super toll dafür einsetzen, um Jobs zu schedulen. Das heißt, hier sehen wir einfach auch im Vergleich zu Crown eine einfache Übersicht, welche Sachen sind gescheduled worden, jetzt haben die funktioniert, haben die nicht funktioniert. Das ist mit Crown manchmal nicht ganz einfach, eben den Überblick zu bewahren. Okay. Hier kommen wir zum Hands-on-Teil. Und zwar wechsle ich mal kurz rein. Auf dem Laptop habe ich aktuell 6 VMs laufen. Die eine VM ist natürlich Rundeck. Ich habe noch einen separaten Jenkins. Das ist unser Build-Server und der Nexus. Das ist unser Artifact-Repository. Und ich habe, wie gesagt, ein Testsystem, ein Stage-System und ein Produktivsystem. So. Wenn man Rundeck das erste Mal startet, sieht es prinzipiell so aus, ich logge mich einmal ganz kurz noch aus. Also prinzipiell muss ich mich erstmal anmelden.
und atmen, atmen. Das aber gut zu merken. Prinzipiell ist es bei Runix so, der Zugriff auf die einzelnen Nodes erfolgt über SSH. Das heißt, um prinzipiell mit den Nodes kommunizieren zu können, müssen wir erstmal grundsätzlich einen SSH-Key für Runix hinterlegen, der eben verwendet wird, um auf einzelne Nodes zuzugreifen. Dafür hat Runix den Key Storage vorgesehen. In dem Key Storage können wir jetzt einfach nur einen Key hinterlegen. Man könnte auch zum Beispiel sagen, naja, wir wollen eher ein Passwort hinterlegen, ist auch überhaupt kein Problem. Funktioniert auch. Ein Punkt ist dabei anzumerken, Runix legt alles im Klartext auf der Festplatte ab. Es gibt Möglichkeiten mit einem Plugin das Ganze verschlüsselt abzulegen auf der Festplatte, aber irgendwo muss auch der Schlüssel hinterlegt worden sein und das wieder zu entschlüsseln. Das heißt, es ist so ein bisschen zweispaltiges Schwert. Da gibt es aber auch ein ganz cooles Paper dazu. Auf der Runix Homepage gab es ein Security Research Paper, wie man Runix im Prinzip absichern kann, dass es da nicht so Probleme gibt. Und die empfehlen da zum Beispiel dadurch, dass es mit dem Plugin nicht ganz so sicher ist, einfach die VM komplett zu verschlüsseln, dass die Keys und Passwörter prinzipiell, wenn die VM geklaut werden sollte, wie auch immer das passiert, oder der physikalische Host, dass es da immer noch einigermaßen abgesichert ist. Okay, dadurch, dass ich jetzt eine Vagrant-Umgebung habe, gibt es natürlich einen super einfachen Trick und den wahrscheinlich bekanntesten Private Key der Welt für SSH. Ich füge den einfach mal kurz hier ein. Wichtig ist, der Key muss natürlich über den Namen identifizierbar sein, nennen wir ihn einfach nur Mitra. Und es hilft uns später auch zum Beispiel den Key-Zugriff über ACLs abzusichern. Der tauchte dann auch. Oh, der tauchte dann auf. Okay. So. Was ich schon mal ein bisschen vorbereitet habe, war, ich wechsle jetzt mal kurz in die Runix-VM ein. Ich habe ein paar Benutzer vorbereitet, mit denen wir später arbeiten werden. Prinzipiell kann man Runix auch gegen den LLAG authentifizieren oder Active Directory, aber das würde jetzt bei uns in der Demo ein bisschen in den Arm springen. Wenn man die Benutzer eben statisch einträgt, geht es in der Datei. Wir schauen einmal ganz kurz rein. Das Interessante ist natürlich hier oben der Admin-Benutzer mit Admin-Admin, der darf natürlich alles. Zusätzlich haben wir noch den Jenkins-Benutzer angelegt, der die Gruppe Deploy hat. Auf die Deploy-Gruppe werden wir später auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn wir die ACLs erstellen. Hier ist unser Junior-User mit dem Super-Secret-Passwort natürlich Junior. Wir haben den Senior-User noch, der zusätzlich zu der Gruppe Deploy noch die Rolle Senior hat. Und wir haben einen Ops-Benutzer. Da schauen wir vielleicht, wenn wir später noch ein bisschen Zeit haben, auch noch genauer rein, was für Rechte der so hat und was er machen darf. Okay. Wenn wir jetzt ein neues Projekt in Runix anlegen, klicken wir nun auf den Project. Und wir geben natürlich erstmal einen Namen, das ist unser Meetup-Projekt. Ein Punkt ist natürlich, okay, ich habe jetzt Runix an sich, aber eine Frage stellt sich natürlich, wenn ich mich auf Systeme verbinden will, woher kommen eigentlich die Informationen, auf welche Systeme ich zugreifen will? Da gibt es in Runix das Resource Model Source. Das ist eine definierte Schnittstelle, die Runix versteht, um eben Systeme zu erkennen. Wir tragen die Systeme für uns, also das Teststage und Bot-System, statisch mal in eine Datei ein, aber prinzipiell ist es auch möglich, dann Plugin zu verwenden, zum Beispiel für PuppetDB, für Amazon, für Google Cloud und so weiter. Gibt es schon Plugins, das heißt, da könnte dann in größeren Umgebungen die Hoster einfach in Runix so reinladen, die müssen halt nur über HTTP sprechen. So ein Plugin selbst zu hacken ist auch relativ einfach. Ich habe das letztes Jahr irgendwann mal für eine PuppetDB 2 gemacht. Also es ist relativ gut hackbar, das Ganze. In welchen Sprachen? Die meisten Plugins sind in Java geschrieben. Du kannst aber auch zum Beispiel eine HTTP-URL angeben oder in einem gewissen Format, also in XML, YAML oder JSON. Wir schauen uns die Struktur gleich mal an und dann einfach anbieten kannst prinzipiell, vielleicht sogar Passwort-free und ein bisschen Firewalls drauf, dass der Zugriff geregelt ist, aber es ist relativ einfach. Es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, manchmal wenn du nur Bash-Script angibst oder andere Scripting-Sachen. Das ist relativ gut hackbar, das Ganze. Okay,
schauen wir uns einmal kurz, ja, müssen jetzt einen zweiten Schritt machen, dass die Datei erst erzeugt wird. Hier müssen wir unterscheiden zwischen dem Node-Executor, das heißt, wenn wir einen Befehl im Running eingeben, der auf eine Node ausgeführt werden soll, wie dann die Authentifizierung aussieht. Prinzipiell ist hier schon ein Key hinterlegt, davon rate ich jedoch ab, weil der nicht ganz gut in den ACLs abbildbar ist, der Zugriff darauf. Das heißt, hier ist wichtig, dass eben ein Key aus dem Key Storage verwendet wird. Zusätzlich gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Rundeck Dateien auf das entsprechende Zielsystem kopiert. Defaultmäßig macht es das per SCP und da können wir dann auch noch zusätzlich unseren Key ausnehmen. Okay, wir stellen jetzt mal das Projekt. Prinzipiell sind jetzt noch keine Nodes vorhanden. Das wäre jetzt der nächste Punkt, wo wir uns einfach mal kurz angucken müssen. Wenn wir uns sowas angucken, prinzipiell liegt es unter Guardian, Rundeck Projects und dann unter EDC. Und wir müssen ganz kurz noch warten, bis Rundeck uns die Resource-Datei erzeugt. Ja? Na, mag er nicht. Okay, aber eigentlich sollte die das sein. Okay, die Resources sind alles da. Also es dauert manchmal ein kleines bisschen, bis immer so Sachen da sind, aber kann man Gott damit jetzt so. Prinzipiell, defaultmäßig wird es als XML abgelegt, das ist das Project und dann kommt gleich das Node-Tag. Also ein relativ einfaches Format. Hier gibt es zwei wichtige drei wichtige Attribute, die super wichtig sind. Das erste ist der Name. Das heißt, wenn wir nach dem Rundeck unterwegs sind, können wir den Host über den Name ansprechen. Der kann von dem Hostname abweichen, beziehungsweise von der IP-Adresse. Das zweite wichtige ist hier der Hostname. Bei Rundeck ist es so, dass der Hostname vorgibt, auf was für ein System er sich verbindet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel SSH auf einem anderen Port wie 22 laufen habt, könnt ihr hier einfach auch mit der IP oder den DNS-Namen doppelt eurem speziellen SSH-Port auch den SSH-Port einfach konfigurieren. Das letzte wichtige Attribut ist hier der Username. Und zwar wird wirklich pro Node-Definition, die wir hier eintragen, eben der Benutzername für die Node hinterlegt, mit der sich dann SSH auf das System verbindet. Wir legen einfach mal für unsere drei Systeme noch kurz die Node-Definition an. Das ist einmal das Testsystem. Das ist unsere Test-Node. Was auch ein ganz interessanter Aspekt bei Rundeck ist, wir können Tags vergeben für die einzelnen Nodes. Das heißt, wenn wir später Aktionen ausführen, sind wir nicht darauf beschränkt, nur auf den Node-Name zu gehen, sondern wir können auch bestimmte Kategorien über die Tags einfach vergeben. Zum Beispiel ein Punkt, den wir jetzt vergeben, ist das Tag-Meetup. Das heißt, über das Tag-Meetup können wir nachher alle Nodes ansprechen, die eben unsere bestimmte Anwendung bedeuten. Aber dazu später. Dann geben wir Test. Trage hier noch kurz die IP-Adresse von dem System ein. Das sind also das OS-Bereich, OS-Family, OS-Name und so weiter und OS-Version. Das sind nochmal drei Attribute, die in der Oberfläche relativ präsent sind, wenn wir uns da bewegen. Das sind Debian-Systeme. Ich lege das einfach noch kurz ein. Und unser Benutzername ist nicht Rundeck, sondern wir verbinden uns über Breaker. Ich erstelle jetzt noch kurz zwei Einträge, einmal für das Stage-System und für das Port-System.
Okay. Jetzt habe ich die Note aktualisiert. Jetzt müssen wir auch ganz kurz warten, bis Runlake das hier geladen hat. Und wir wechseln einfach wieder zurück in die Oberfläche. Vielleicht kommen schon die ersten Notes. Okay. Wenn wir hier uns die Runlake bewegen, der Node-Swap ist dafür zuständig, dass man ein bisschen umspielen kann und Selektoren für die einzelnen Nodes auswählen kann. Was vielleicht ganz interessant ist, wir können hier zum Beispiel nach dem Namen suchen, zum Beispiel für das Testsystem. Wenn wir uns das Testsystem mal so ein bisschen angucken, sehen wir, okay, hier gibt es vielleicht noch ein paar mehr Optionen. Das heißt, hier kann ich dann auch Selektoren einfach treffen. Ich möchte, wenn ich das noch mal kurz aufsehe, ich möchte alle Debian Chassis-Systeme sehen. Das heißt, da wird dann einfach nach der Option gefiltert. Aber wenn ich hier bin, kann ich zum Beispiel auch nach dem Tab Meetup filtern. Und natürlich nach dem Namentest. Aber ich kann zum Beispiel auch den Ausdruck verneinen. Das heißt, wir wollen alle Systeme aus dem Tag Meetup, aber der Name darf nicht Test sein. Das heißt, hier gibt uns Runlake einfach ein bisschen die Flexibilität, anhand der Tags, die wir so vergeben und der Basisattribute einfach Selektoren abzusetzen. Wenn es natürlich Richtung Amazon E7 und so weiter geht, gibt es natürlich die Möglichkeit oder PubMed.db, dass man einzelne Tags ein bisschen automatisiert generiert. Das ist gerade vielleicht interessant, was für Klassen sind in Puppet aufgenommen, ausgerollt und so weiter. Aber er checkt den Gegenzustand und nicht, ob die Nodes auch eingesetzt. Prinzipiell guckt der, achso, Frage. Die Frage war, Runlake überprüft noch nicht, ob die Systeme vorhanden sind. Runlake prüft zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob die Systeme physikalisch vorhanden sind, sondern Runlake testet es nur gegen die Datei, die wir vorher ausprobiert oder angelegt haben. Das heißt, wenn wir in einem dynamischen Environment sind, gerade zu einer Cloud-Umgebung, ist es natürlich wichtig, dass die Nodes irgendwann angefragt werden, vielleicht die Daten auch im Cache gehalten werden, aber der Cache nicht zu alt wird. Das heißt, wenn wir dann zum Provider einbinden, zum Cloud-Provider, werden schon regelmäßig die Daten dann aktualisiert. Also, beantwortest du deine Frage? Ja. Okay, sehr gut. Aber okay. Frage? Ja. Und zwar jetzt gerade in Cloud-Umgebungen hat man ja auch mit Autoscaling so öfters mal der Fall, dass man mehrere Nodes hat, die gleich heißen. Ja. Kapiert das Runlake? Die Frage ist, in Cloud-Umgebungen hat man öfters mal das Problem, dass Nodes eben den gleichen Namen haben, wie kapiert das Runlake. Prinzipiell unterscheidet Runlake einmal zwischen dem Node-Name und dem Host-Name. Das heißt, wenn der Hostname der gleiche ist, ich bin mir nicht sicher, wie Runlake damit umgeht. Also ob es damit ein Problem gibt oder ob das zweimal auftaucht. Wir können, wenn wir die Zeit haben, können wir mal nachher noch kurz reingucken, wie sich Runlake verhält. Komm einfach auf mich zu. Okay. Und, wenn wir jetzt so ein bisschen mit den Filtern rumgespielt haben, wäre es natürlich auch interessant, wenn wir einfach mal sagen könnten, ganz einfaches Beispiel, wir hätten gerne einen Filter, der eben unsere Meetup-Nodes repräsentiert. Das heißt, rechts können wir auch einfach sagen, wir wollen einen Filter für das erstellen und dann ist einfach nur Meetup. Okay, das heißt, hier in dem Dropdown habe ich dann zusätzlich den Filter und ich kann natürlich dann hier so was sagen, wie für die Gruppe Meetup würde ich gerne was machen. Ich würde gern ein Kommando ausführen. Das heißt, prinzipiell wird dann meine Suchanfrage, die die Nodes betrifft, eben übernommen. Aber ich habe auch zusätzlich hier nochmal die Möglichkeit, einen Filter aufzurufen. Das heißt, wir können einfach mal gucken, sind unsere Systeme eigentlich da? Schauen wir mal. Okay, hier sieht man jetzt in der Übersicht einmal, es hat eben unsere drei Nodes getroffen, vor dem Stage Test.
Zusätzlich sehen wir hier eben dann die Ausgabe dazu, wie sich das Ganze verhält, und hier wird zusätzlich eben noch der Nordname angezeigt. Wenn man jetzt Richtung Cloud-Umgebung geht, ist es vielleicht ganz interessant, wie verhält sich eigentlich das Ganze, wenn ein Node failt? Sollen wir dann weitermachen oder brechen wir dann das Kommando auf allen Nodes komplett ab, die dort, wo es noch nicht abgearbeitet wurde? Das heißt, wir können einmal sagen, es soll weitermachen, beziehungsweise es soll beim ersten Fehlerfall aufhören. Und wir können auch noch hier den Threshold ein Stück erhöhen, dass wir einfach, wenn wir sehr viele Nodes haben, unsere Jobs oder unsere Commands schneller abgearbeitet bekommen. Wenn wir es jetzt mal zum Beispiel auf 3 erhöhen, sollte es einen ganz kleinen Takt schneller gehen. Okay. Also bei 3 Nodes ist es wirklich ein ganz kleiner Augenschlag und dann funktioniert es. Okay. Aber wie sieht es zum Beispiel aus, wenn wir zu irgendwas anderes machen wollen? Wir wollen zum Beispiel den Status von unserem SSH-Daemon anzeigen lassen. Ich wähle jetzt mal kurz Punkt, dass wir nur noch auf der Testo aktuell unterwegs sind. Okay, prinzipiell funktioniert auch sowas und wir kriegen immer den Output von dem Kommando zurück. Was passiert aber, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, wir wollen SSH mal neu starten? Diejenigen, die jetzt aufmerksam zugehört haben, vorher haben wir nur den Zugriff für den Benutzer Wakeman konfiguriert und prinzipiell ist es eben so, dass eigentlich ein Benutzer SSH nicht neu starten darf. Das heißt, ihr erkennt es, Runlib, dass eben der Access-Status von dem System Control nicht 0 war, sondern eben 4, und dann fehlt uns ein Fehler zu dem Ganzen. Wenn wir aber trotzdem eben SSH neu starten wollen, können wir das natürlich auch so machen. Wir nehmen es einfach als Übersuchung ausholen. Okay. So, und ein ganz interessanter Teil ist natürlich hier der Activity Log. Hier bekommen wir einfach alle Aktionen, die in Runlib ausgeführt werden, sei es Jobs, sei es Commands und so weiter, bekommen wir hier die Information, wann es ausgeführt wurde, ob es fehlgeschlagen ist oder nicht. Wir bekommen auch den Befehl mit, der ausgeführt wurde bei Commands, beziehungsweise wird Jobs natürlich den Job nehmen. Wir bekommen die Uhrzeit mit. Wichtig ist natürlich, wer es ausgeführt hat und ob es sich eben gut verhalten hat oder nicht. Hier hinten bei den 3, okay, das ist so ein kleiner Indiz, dass wir da eben auf 3 Nodes unterwegs waren und das Uptime gesendet haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einmal reinschauen, sehen wir einfach in dem Activity von dem Command Execution einmal so erstmal zur Übersicht. Das heißt, wenn ich auf mehreren Nodes das Kommando ausgeführt habe, sehe ich hier so einen aggregierten Zustand, auf welchen Nodes es gelaufen ist, auf welchen Probleme gab und so weiter. Ich kann mir hier auch Report anzeigen lassen, wo ich dann nochmal per Drilldown eben reingucken kann, was ist eigentlich passiert bei der einzelnen Node. Ich sehe aber auch nochmal das Ganze im Log-Output. Und zusätzlich kann ich mir nochmal anschauen, wie eigentlich mein Node-Filter ausgewählt war. Ich meine, hier sehe ich dann, dass ich das auf dem Node-Test ausgeführt habe und eben hier noch angegeben habe, naja, wenn es ein Problem gibt, dann mache ich einfach weiter. Okay, ein toller Punkt ist, ich kann das Ganze auch, wenn ich mit ganz vielen Commands mal ein bisschen rumgespielt habe und so ein bisschen Gefühl entwickelt habe, was ich eigentlich machen will, und es einfach eine wiederkehrende Aufgabe ist, kann ich das einfach auch als Job speichern. Nennen wir ihn mal Service SSH. Das heißt, wir können jetzt den Job einfach mal dazu verwenden, den SSH-Daemon ein bisschen zu verwalten. Genau. Hier ist der Node-Filter, den können wir eigentlich noch ein bisschen anpassen. Interessant ist natürlich, prinzipiell alle Nodes, die in Runlib verwendet werden, verfügen über SSH. Deswegen können wir auch einfach mal sagen, okay, dieser Job kann prinzipiell auf allen Runlib-Nodes ausgeführt werden. Wir können hier natürlich auch wieder die Option setzen, mit wie viel Threads das ausgeführt werden soll.
stellen müssen auf 1. Man kann auch noch ein bisschen angeben, in welcher Reihenfolge die Nodes dann abgearbeitet werden, beziehungsweise wie sich im Fehlerfall der Job verhalten soll. Zusätzlich kann ich dir noch sagen, prinzipiell führst du es bitte immer auf den Nodes aus, die hier oben in unserem Suchfilter übergeben wurden. Wir können aber auch explizit sagen, der Benutzer ist dafür zuständig, explizit die Node auszuwählen, auf der dieser Job dann ausgeführt werden soll. Bei den Notifications können wir uns natürlich auch benachrichtigen lassen, wenn wir das wollen. Einmal über E-Mail bzw. über einen Webhook. Über Plugins ist es natürlich auch erweiterbar, dass man über das Kommunikationstool seiner Wahl sich informieren lassen kann. Genau. Zusätzlich kann man eben noch einmal sagen, ob der Job gescheduled werden soll. Prinzipiell kann ich hier dann die Optionen eben auswählen bzw. in einem Crown-Tab-Style auch das hinterlegen, wie es aussehen soll. Zusätzlich kann ich natürlich sagen, naja, das soll prinzipiell schedulbar sein oder nicht, beziehungsweise dafür ausgeführt werden oder nicht. Vielleicht willst du temporär den deaktivieren, weil es gewisse Umstände gibt, die es nicht zulassen, ohne den Job jetzt aus dem System zu nehmen und gewisse History zu verlieren. Okay. Zusätzlich kann man natürlich noch das Log-Level einstellen. Prinzipiell, wenn man Jobs erstellt, ist es ganz interessant, ab und zu auf dem Debug-Level unterwegs zu sein. Das geht dann runter bis zu dem SSH-Verbindungsaufbau. Also da kriegt man wirklich relativ viel Information. Auch wenn ein Job nicht wie gewollt funktioniert, kann man ihn auch mal kurz den Debug laufen lassen. Das hilft einem ungemein. Zusätzlich eine weitere Option ist Multiply Execution. Das heißt, wenn ich diesen Job einmal ausführe, ist es defaultmäßig so, dass dieser Job nicht ein zweites Mal ausgeführt werden kann gleichzeitig. Das heißt, wenn ich ihn über API parallel zum Beispiel ausführen lassen wollen würde, würde der Job, der als zweites kommt, der würde eine Fehlermeldung bekommen. Er würde nicht gequeued werden. Aber Rundeck kümmert sich, wenn man zum Beispiel das erlaubt, nicht drum, dass ein Job oder zwei Jobs hintereinander nicht auf derselben Node ausgeführt werden. Das heißt, da ist derjenige, der die API oder das System bedient, dafür zuständig, dass eben der Job auch wirklich zweimal ausgeführt werden kann. Zusätzlich können wir hier noch einen Timeout setzen. Setzen wir mal auf 30 Sekunden. Wenn bis dahin der Job nicht ausgeführt werden konnte, ist vielleicht mit dem SSH-Daemon irgendwas total Abgefahrenes passiert. Wir können auch nochmal einen Retry setzen, gerade in Zeiten von Systemen, die ab und zu mal da sind und nicht. Kann es ganz hilfreich sein, wenn nochmal ganz kurz einfach probiert wird, den Job nochmal neu zu starten. Okay, legen wir einmal den Job an. Okay, also prinzipiell sieht dann die Oberfläche so aus, dass wir eben einen entsprechenden Node auswählen können. Wir können hier oben das auch über die Tags einschränken, welche Nodes ausgewählt werden sollen. Wir lassen ihn einfach mal ganz kurz laufen und schauen uns das an. Okay, irgendwie ist jetzt was kaputt gegangen. Wir gucken mal rein, warum das passiert ist. Ah, wir haben das mit dem sudo vergessen. Okay, gehen wir noch mal kurz in den Job rein. Das heißt, hier wurde einfach ein ganz normales Command abgesetzt. Das heißt, ein Job kann über mehrere Commands hintereinander ausgeführt werden zum Beispiel. Okay, ein weiterer Punkt wäre natürlich ganz cool, wenn wir jetzt sagen könnten, naja, wir wollen nicht nur SSH neu starten, sondern derjenige, der den Job aufruft, soll vielleicht noch die Option zu bekommen, nur den Status abzufragen oder den Service zu stoppen oder zu starten. Das heißt, wir können hier unserem Job eine neue Option hinzufügen, nennen wir sie einfach mal Command. Wir können hier eine Default Value vergeben, das heißt, das Command wird, wenn nichts aktiv ausgewählt wird, verwendet. Nehmen wir einfach mal Status, das macht am wenigsten kaputt. Ich klicke mal drauf, aber ja, Status macht einfach nur Status und stoppt nicht SSH. Das ist manchmal ganz unlustig, wenn das SSH nicht mehr erreichbar ist. Okay,
wir erlauben jetzt bestimmte Werte, zum Beispiel Status, Start, Stop, Restart. Und forcieren, dass auch wirklich nur ein Parameter davon ausgewählt werden kann. Und wir geben auch noch an, dass die Option auf jeden Fall required ist. Zusätzlich gibt uns Rundeck noch einen ganz kleinen Hinweis. Und zwar, wenn wir so eine Option jetzt eben konfiguriert haben, wollen wir die natürlich später auch in unseren Bash-Scripts und so weiter weiterverwenden. Und hier unterstützt uns das einfach, wie wir das ansprechen können. Wir wählen jetzt hier ein Command-Line-Argument aus, das wir anschließend in unserem Command verwenden. Okay, ich füge zusätzlich noch kurz ein zweites Command hinzu, weil systemctl relativ ungesprächig ist, ob was funktioniert hat oder nicht. Das antwortet noch mit Exit Codes. Echo. Okay. Dann speichern wir diesen Job nochmal. Wenn wir dann nochmal kurz in die Definition reingucken, also wenn hier dieses Kommando fehlschlägt, dann wird das zweite nicht ausgeführt. Okay, hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, eben das entsprechende Command auszuwählen. Wir können nochmal Restart auswählen und wir wollen das auf dem Testsystem machen. Das heißt, hier kriegen wir dann auch noch kurz den Log-Output. Okay, Restart SSH hat funktioniert. Gibt es soweit noch Fragen fürs Erste für die Jobs? Okay. Dann wechsle ich einmal ganz kurz zu dem tollen Whiteboard da drüben hin, weil ich hatte nicht ganz so viel Zeit und habe ein bisschen was vorbereitet. Und malen kann ich nicht ganz so gut. Okay. Das nächste Thema wäre jetzt prinzipiell, wir sind Entwickler. Ich male ihn einfach mal hier hin. Das ist unser Junior-Entwickler. Und der entwickelt ganz viele Sachen, weil irgendjemand muss arbeiten. Und er checkt ganz fleißig Source Code in sein Git-Repo bei GitHub ein. Soweit, so gut. Wir haben natürlich auch unseren Build-Server. Nennen wir ihn einfach mal Jenkins. Kann aber auch jeder x-beliebige Build-Server sein, den es so auf dem Markt gibt. Das heißt, prinzipiell checkt der Source Code ein, der Jenkins baut den Source Code für den Entwickler. Das heißt, der baut den Source Code, gibt uns auch Feedback. Wenn der Build erfolgreich war, haben wir noch ein System, nämlich unser Artifact Repository. Wer nicht genau weiß, was ein Artifact Repository ist, bei dem Build fallen oft irgendwelche Dinge raus, bei Java-Anwendungen oft Jars oder Wars. Und veröffentlicht es, in unserem Fall ist es jetzt ein Nexus, und veröffentlicht das Artifact hier rein. So, wenn wir keine Automatisierung haben, haben wir hier natürlich unser Testsystem. Unser Testsystem, das heißt, irgendjemand, vielleicht ein Operator, nehmen wir mal rot, sitzt hier vor seinem Laptop, bekommt irgendwie mit, die unterhalten sich vielleicht, okay, bekommt mit, ich habe irgendwie was Neues gebaut, kannst du mir das mal bitte auf das Testsystem deployen. Das heißt, der Operator guckt dann im Nexus nach, okay, es gibt eine neue Version von dem Ganzen, lädt es bei sich, er guckt erstmal nach, lädt es bei sich auf den Laptop drauf und verbindet sich dann irgendwie auf das Testsystem, kopiert die Anwendung drauf, schaut, ob sie funktioniert und gibt vielleicht dem Junior wieder Feedback. Hey, ich habe irgendwie deinen Feature Branch deployed. Schau mal, ob soweit alles funktioniert. Und es wäre natürlich eigentlich ganz schön,
wenn der Operator sich hier mit wichtigen Dingen beschäftigen könnte, wie irgendwie das Produktivsystem ist kaputt gegangen und der Junior kann einfach auf dem Testsystem prinzipiell auch deployen und Dinge machen, was er eigentlich machen kann. Okay, hier kommt natürlich Runding ins Spiel. Kleben wir das einfach mal hier so hin. In den Slides oder in der Umgebung, die ich hier vorbereitet habe, habe ich für den Nexus einmal ein Plugin installiert, das dem Runding die Möglichkeit bietet, wie wir eben gesehen haben, bei dem SSH-Service eben gewisse Optionen zur Auswahl, bei dem Command, dass er dem Runding Versionsinformationen liefert von den Artefakten, die hier vorhanden sind. Das kann man natürlich einschränken auf ein bestimmtes Artefakt. So, das heißt, bei Runding wird es dann so aussehen, wir haben hier einen Job, der sich um das Deployment kümmert. Der kennt zum Beispiel das Testsystem und die ganzen anderen Systeme. Stage und Prod. Und für den Junior werden wir das so konfigurieren, dass wenn er eben den Jenkins bespaßt und neuen Code eincheckt, einmal, dass der Jenkins zusätzlich zu dem Artifact Repository eben noch den Rundeck Bescheid gibt und sagt, okay, ich habe jetzt ein Build durchgeführt von meinem Master Branch und ich würde gerne das Testsystem damit deployen. Das heißt, Jenkins notified einmal Rundeck und der Op spielt dann gar keine Rolle mehr. Der kann wichtige Dinge machen, wie gesagt, und Rundeck führt dann eben das Deployment hier unten aus. Das guckt auch noch zum Beispiel, ob die Anwendung wieder hochgekommen ist. Und ganz zum Schluss gibt Runding dann Jenkins noch Feedback und sagt, okay, das Deployment hat soweit funktioniert, der Bildschirm wird erfolgreich abgeschlossen. Okay, habt ihr dazu prinzipiell Fragen? Okay, alle schweigen. Dann schauen wir uns das mal auf unserer Umgebung an. Okay. Wenn wir einmal ganz kurz in den Jenkins wechseln, habe ich vorbereitet, einmal, dass es eben schon unseren Master-Build gibt. Der macht relativ wenig, ist ein Great. Einen Moment. Ich muss mich natürlich hier auch mit einem sehr sicheren Passwort einloggen. Das Projekt ist relativ einfach, ist eine ganz einfache Java-Anwendung, die zwei Endpunkte bereitstellt, wo wir einfach anfragen können per HTTP. Wir bauen jetzt einmal ganz kurz und schauen uns einfach mal an, was da so passiert. Prinzipiell wird der Build ausgeführt, es werden Tests ausgeführt. Wenn alles soweit gepasst hat, wird eben das Artefakt in den Nexus hochgeladen. Okay, und das Upload Archives veröffentlicht das Artefakt im Nexus. Ich wechsle hier mal noch ganz kurz den Tab. Hier wird wahrscheinlich dasselbe Problem sein, dass ich mich noch einloggen muss. Nein, muss ich nicht. In dem Nexus wird eben das Artefakt abgelegt. Für die Snapshot-Version werden ganz viele Artefakte abgelegt. Wenn wir mal reinschauen, sehen wir für die Version 001 Snapshot, habe ich schon ein paar Mal den Bildschirm angeklickt. Es gibt verschiedene Artefakte. Das heißt, prinzipiell, wenn ich jetzt der Op wäre, würde ich mir jetzt das Neueste auswählen, würde es runterladen. Okay, ist jetzt auf meinen Laptop runtergeladen. Ich kopiere mir das auf dieses System drauf. Ah, ich muss noch ganz kurz sagen, ich will die Java-Anwendung behalten. Neues Security-Feature. Genau, und kopiere das einfach mal kurz auf das System drauf. Ah, das ist ein guter Hinweis. Dankeschön. Sorry. So. Ja. Logge mich ein. Prinzipiell habe ich jetzt die Anwendung drauf kopiert. Loggen wir uns einfach mal ganz kurz auf das System ein und gucken, wie wir prinzipiell die Anwendung dann weiter verwursten. So, Test. Sie liegt auch schon hier. Wir haben auch einen System-D-File geschrieben.
das sich um den Service kümmert. Okay, läuft irgendwie noch nicht. Wir stellen noch ganz kurz einen Symlink dafür, weil unser Systemd-File kennt die Version leider so nicht. Kennt nur demo.jar. Okay, passt soweit. Und dann können wir auch das Ganze starten. Wir gucken ganz kurz, ob die Anwendung hochgefahren ist. Okay, sie wurde hochgefahren. Das sieht man hier unten, dass sie hochgefahren wurde. Wir können jetzt auch noch ganz kurz eben einen Endpunkt anfragen, der uns Informationen über die Anwendung liefert, ob sie eben gut geht oder nicht. Und wie wir hier sehen, prinzipiell geht es der Anwendung gut. Sie antwortet mit dem Status ab. Das macht uns zufrieden. Das heißt, prinzipiell hat unser Deployment von Hand einmal funktioniert. Und als nächsten Schritt würden wir einfach dazu übergehen, diesen Prozess jetzt einfach mal in Rundeck abzubilden. Genau, wechseln wir nochmal zu Rundeck. Und zwar dadurch, dass es relativ lang dauern würde, diesen Job von Hand zusammen konfigurieren, habe ich das mal schon heute in der Mittagspause gemacht und ich würde einfach mal eine Job Definition hochladen. Das heißt, prinzipiell kann ich in Rundeck einfach auch die Jobs importieren. Okay, laden wir einmal diesen Job hoch. Ich lade auch gleich noch einen zweiten hoch, der sich um den Service von unserer Anwendung kümmert. Okay, wenn wir ganz kurz in die Job-Übersicht reinschauen, prinzipiell haben wir einen Service-Demo, der macht nichts anderes wie der SSH, also prinzipiell super einfach, der kümmert sich nur um den Service und wir gucken jetzt einfach mal in das Deploy-Demo rein. So, wir haben hier ein kleines Lade-Icon gesehen gerade, das war einfach der Call zu dem Nexus, der uns einfach über eine HTTP-API anbietet, welche Versionen zu diesem Artefakt vorhanden sind. Prinzipiell bietet es uns einmal das Latest an, das heißt, es ist immer die neueste Version oder wir sehen eben von einer Version den neuesten Snapshot. Zusätzlich habe ich noch die Option zu sagen, dass es eben aus einem unterschiedlichen Repository kommen kann. In der Java-Welt ist es eben so, alle Versionen bis zu einem gewissen Release haben das minus Snapshot, die liegen in einem eigenen Repository und wenn eben ein Release von einer Anwendung gebaut wird, landet es in dem Releases-Repository. Das heißt, da wird von einem Artefakt auch nur eine Version drin liegen. Okay. Zusätzlich habe ich natürlich noch gesagt, okay, es gibt einen gewissen Node-Filter. Da habe ich eben das Tag verwendet, das wir vorher für alle unsere drei Nodes vergeben haben, eben das Meetup. Wenn wir uns jetzt einmal in den Job reinschauen, sehen wir einmal die zwei Optionen. Wenn wir hier bei den Version reinschauen, klicken wir es einmal ganz kurz an, gibt es hier auch die Möglichkeit, eben die erlaubten Werte über eine HTTP-URL anzufragen. Ich mache das einmal auch ganz kurz, damit wir uns einfach vorstellen können, was da eigentlich zurückkommt. Prinzipiell ist da einmal der Latest-Eintrag drin, den man sich eben hier über einen URL-Parameter einpflegen lassen kann, beziehungsweise eine Version, beziehungsweise die neueste Version von einem Snapshot. Das heißt, hier können wir den Benutzer einfach sehr gut an die Hand nehmen, dass er wirklich nur Versionen deployen kann, die prinzipiell vorhanden sind. Okay, klicke ich hier mal kurz auf Discard. Das Repository, ganz klassisch, wie wir es schon vorher gesehen haben, es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl, die erlaubt sind und mehr kann der Benutzer da auch nicht auswählen. Zusätzlich gibt es jetzt einen gewissen Workflow, den wir hier abgebildet haben. Prinzipiell haben wir das einmal von Hand durchgespielt. Wir haben aus dem Nexus das Artefakt auf unseren Laptop runtergeladen. Den Service haben wir nicht gestoppt, weil er noch nicht gelaufen ist. Was wir nicht gemacht haben, ist einen Symlink rotieren.
Ich mache das mal kurz ein Stück größer, so dass ihr das auch lesen könnt. Prinzipiell ist eben dieses Bash-Script dafür zuständig, zu gucken in dem Verzeichnis Home Vagrant, was für Dateien liegen da drin, die irgendwie eine Demo-Versionsnummer, wie auch immer, .jar heißen, sucht sich die neueste Version raus, also die Version mit der höchsten Versionsnummer, gibt uns auch noch ganz kurz Informationen, ob so ein Symlink schon existiert, dass wir eben den wir auch vorher angelegt haben, das Demo.jar, dass wir eben sehen, was ist die aktuelle Version, wo werden wir das hinbiegen. Und zusätzlich rotieren wir eben wie hart den Symlink und geben dann nochmal aus, auf welche Version wir jetzt zeigen. Okay. Danach starten wir den Service wieder. Ein ganz interessanter Punkt ist hier, wir rufen jetzt in unserem Job-Workflow einen anderen Job auf und wir übergeben hier einmal einen gewissen Parameter für diesen Job. Zusätzlich haben wir vorher gesehen, bei dem SSH-Service mussten wir explizit angeben, auf welcher Node dieser Job ausgeführt wird. Hier haben wir jetzt die Option, eben über den Parameter $NodeName den Hostname oder den NodeName zu verwenden, auf dem explizit dieser Job ausgeführt wird. Okay. Zusätzlich habe ich hier noch ein ganz kleines Script auch mit eingebaut, das sich eben darum kümmert. Das ist das Interessante. Es versucht 30 Mal innerhalb von 30 Sekunden eben den Endpunkt der Anwendung abzufragen, ob es der Anwendung okay geht, dass wir eben das Feedback bekommen, naja, nicht nur der Service starten hat funktioniert und das Jar darauf zu kopieren, sondern die Anwendung konnte wirklich gestartet werden. Das heißt, die Anwendung kam so hoch, wie es eben erwartet wird. Okay. Sonst ist dazu eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Einmal der Node-Filter. Prinzipiell kann die Anwendung auf allen Hosts deployed werden, die eben Meetups sind. Der Benutzer muss explizit auswählen, auf welchen Nodes er das Ganze deployen will. Und wir haben das Timeout ein kleines bisschen höher gesetzt. Ist eine Java-Anwendung, die kommen manchmal nicht ganz so schnell hoch. Hat die Erfahrung gezeigt. Ja. Vor allem nicht auf VMs, weil es da ein bisschen Probleme mit Entropie und so weiter bekommt. Aber nichtsdestotrotz, wenn es eben fehlschlägt, versuchen wir auch noch einmal eben den Job neu zu starten. Manchmal hilft ein ganz kleines bisschen Zeit, dass es dann wirklich funktioniert hat. Okay, prinzipiell haben wir an den Job jetzt nichts verändert, deswegen verlassen wir ihn einfach mal. Und wir deployen einfach mal eine Anwendung. Ich mache es einmal ein ganz kleines bisschen kleiner. So, und zwar, prinzipiell können wir jetzt mal das Testsystem deployen. Wir können aber auch sagen, zum Beispiel, dass wir das Test- und das Stage-System deployen sollen und er von dem einen System dann zum nächsten hüpft. Wir deployen jetzt einfach mal kurz das Testsystem. Schauen uns das mal an. Okay, hier der Monitor zeigt uns bei einem laufenden Job einfach an, auf welcher Node er sich befindet. Und hier zeigt er auch noch an, deswegen haben wir eine ganz kleine Description immer an die ganzen Aktionen hingeschrieben, was gerade passiert. Okay, der Job wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen. Wir schauen einfach mal in den Log-Output rein. Okay, prinzipiell wird hier einmal das Jar eben runtergeladen aus dem Nexus. Hat soweit funktioniert. Es wurde nach Home Vagrant kopiert. Wir stoppen unseren Service. Hier zeigen wir noch kurz an, welche Version aktuell deployed wurde. Erstellen einen neuen Symlink auf die neue Version. Und starten die Anwendung wieder. Es dauert ein ganz kleines bisschen, bis die Anwendung wieder gestartet wurde. Aber wir haben wirklich die Anwendung überprüft, ob sie wirklich funktioniert. Das heißt, so haben wir jetzt die Möglichkeit eben geschaffen, relativ einfach ein Deployment zu automatisieren und wirklich zu gucken, ob es der Anwendung gut geht. Okay, interessant ist natürlich, wir haben jetzt das ganze Running einmal durchgeklickt, aber wenn wir jetzt irgendwie eine Änderung in unserem Git-Repo machen, hier oben zum Beispiel der Junior-Entwickler, na, wo bin ich? Na,
erst einmal. Wenn unser Junior-Entwickler jetzt hier einfach den Source-Code eincheckt und der Jenkins das Ganze bauen lässt, ist natürlich interessant, dass der Junior nicht hier in Runic dann klicken muss, naja, bitte Deployments noch das Ganze, sondern er will eigentlich hier nur den Code einchecken und die Pipeline hier hinten dran, die soll einfach automatisiert ablaufen. Okay. In Jenkins habe ich das Rundeck-Plugin installiert. Das ist einfach ein Plugin, das Jenkins und Rundeck integriert. Das müssen wir als erstes mal kurz konfigurieren, dass wir uns prinzipiell gegenüber dem Rundeck authentifizieren können. Dann füge ich hier einmal eine neue Rundeck-Instanz hinzu. Gebe einmal den Namen an, nennen wir sie einfach Rundeck, ist auf dieser IP erreichbar, loggen uns über den Admin mal ein, Admin, und testen einfach mal, ob die Verbindung prinzipiell aufgebaut werden kann. Das heißt, im Hintergrund passiert ja einfach ein API-Call zu Rundeck und es wird versucht einfach zu gucken, ob man sich authentifizieren kann. Okay, speichern wir das Ganze mal. Nee, möchte ich nicht. Dann gehen wir in unseren Master-Build-Shop rein und hier gibt es jetzt die Option als Post-Build-Action eben den Rundeck anzutriggern. Es gibt hier die Option Rundeck. So, prinzipiell kann es natürlich sein, dass ein Unternehmen mehrere Rundeck-Instanzen hat, dass es vielleicht pro Team, pro Sparte, wie auch immer eine gibt. Prinzipiell kann man dann Jenkins mit mehreren Rundeck-Instanzen konfigurieren. Was wir hier einmal angeben müssen, ist der Job-Identifier. Jenkins schlägt uns das nicht vor, sondern ich habe die Demo einmal kurz vorbereitet und ist schon mal eingetragen. Deswegen kam das per Auto-Completion. Okay, hier ist jetzt die interessante Option, dass wir einfach mal angeben. Wir haben ja vorher gesehen, wir haben bestimmte Options. Und wir geben hier einfach mal das Repository an, weil der Masterbuild soll sichergestellt werden, dass auf jeden Fall immer mit einem Snapshot deployed wird. Das heißt, wir schreiben hier mal Repository rein und es soll Snapshot sein. Zusätzlich können wir über die Node-Filters hier unten noch angeben, auf welchen Nodes das Ganze laufen soll. Hier können wir zum Beispiel das Text-Test nehmen, wie wir es vorher gesehen haben. Aber wir sind in keiner ganz so fancy Umgebung. Wir haben nur drei Nodes. Wir können hier auch mit Namen einfach arbeiten. Nimmt uns keiner übel. Okay, deployen wir nur die Test-Node. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück weitergehen und sagen, wir haben einen Jenkins-Job, der sich darum kümmert, das Release zu bauen, könnte man hier natürlich auch angeben, okay, wenn ich das Release gebaut habe, ich möchte gern mein Stage-System deployen, automatisiert, dass es auch keiner mehr machen muss, ändere ich hier einmal das Repository eben auf Releases und bei dem Name hier unten habe ich dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, naja, ich möchte gerne das Stage-System auch deployen. Der Jenkins-Job wartet noch, bis der Rundeck-Job fertig gelaufen ist, dass wir sehen, ob die Pipeline prinzipiell funktioniert. Und wenn der Rundeck-Job gefailed ist, lassen wir auch den Jenkins-Job fehlschlagen. Speichern das Ganze. Das erste, was jetzt so einen Jenkins-Job ausmacht, wenn Rundeck eben damit integriert wurde, ist, wir haben hier eben das kleine Icon hier und sagen, okay, es wurde diese Rundeck-Instanz, die wir Rundeck genannt haben. Nee. Ah, das okay, ist nur ein Link auf Rundeck, sorry. Wir haben hier einen Job, die Rundeck-Instanz ist versteckt, aber aus dem Projekt Meetup ist eben der Deploy-Demo-Job verknüpft. Und hier wird auch noch die Beschreibung angezeigt. Was jetzt ganz interessant ist, wenn wir den einmal bauen lassen, gucken wir hier mal rein. Sehen wir hier unten, okay, es wird Rundeck notified. Wir können hier drüben auch gleich mal reinschauen, was tut sich in Rundeck. Wir sehen hier, hier ist schon ein Job in Progress. Wechseln nochmal kurz zurück in Jenkins.
der wartet dann die ganze Zeit. Man hat natürlich auch die Option zu sagen, naja, mein Build soll nicht failen, wenn das Deployment fehlgeschlagen hat, weil das Rundeck sich irgendwie um die Notification kümmert, dass eben irgendwas kaputt gegangen ist. Hier ist das Interessante einmal, Jenkins gibt hier uns im Log-Output einmal an, mit welcher Execution das Ganze gelaufen ist. Das heißt, ich kann es hier anklicken und sehe wirklich die Ausführung dazu in Rundeck, wie wir sie kennen. Und zusätzlich, wenn wir einmal kurz auf die Job-Übersicht in Jenkins gehen, sehen wir auch hier auf einmal, okay, hier ist ein neues Icon hinzugekommen. Das wurde in Rundeck-Job irgendwie getriggert. Und zusätzlich ist eben auch die Execution hier auch mit verlinkt. Okay, so, jetzt haben wir mal gesehen, wie die ganze Pipeline hier durchgelaufen ist. Wir haben uns aber um eins nicht gekümmert, und das ist das Thema Security. Aber prinzipiell ist es ein wichtiges Thema, dadurch, dass Rundeck eben wirklich die SSH-Keys hat, die Nodes irgendwie eingetragen werden, vielleicht das Environment auch dynamisch ist, und wir hier oben zum Beispiel dem Junior Rechte geben, beziehungsweise dem Senior Rechte geben, aber vielleicht sollen sich diese Leute wirklich nur um das Deployment kümmern, damit kennen sie sich aus. Und der Op, der soll sich darum kümmern, irgendwelche Sachen zu fixen, die sehr tief im System vielleicht drin sind. Das heißt, das nächste Thema wäre, dass wir uns einfach mal darum kümmern, wie wir das eben möglich machen, dass der Junior wirklich nur das Test- und das Stage-System deployen darf. Okay. Wechseln wir einmal ganz kurz in Rundeck. Wir melden uns mal ab und loggen uns einfach mal als der Junior-User ein. Prinzipiell sehen wir hier oben einmal, mit welchen Benutzern wir uns angemeldet haben. Und Rundeck verfolgt eben die Strategie. Prinzipiell darfst du überhaupt nichts, wenn nicht explizit was für dich konfiguriert wurde. Das heißt, der erste Schritt wäre natürlich prinzipiell, dass ich der Deployment-Job auf das Testsystem verbinden darf, müssen wir dem Junior bzw. dem Jenkins einmal erlauben, dass er prinzipiell den SSH-Key aus unserem Key-Storage lesen darf. Zusätzlich, um die Oberfläche zu benutzen, wäre es auch noch ganz nett, wenn wir den für das Meetup-Projekt einfach freischalten. Ich habe da einmal ganz kurz was vorbereitet, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und zwar erzeugt es einmal eine ACL, dass wir eben das Projekt Meetup lesen dürfen. Okay, einmal das. Zusätzlich noch, dass er auch den SSH-Key lesen darf, der Meetup heißt. Okay, prinzipiell ist es so, wenn ich neue ACLs in Rundeck hinzufüge oder existierende editiere, ich muss Rundeck deswegen nicht neu starten. Rundeck hat ein Caching-Verhalten von 60 Sekunden, das heißt, spätestens nach 60 Sekunden sind die ACL-Dateien neu geladen und ich muss es nicht wirklich neu starten. Das heißt, da kann man eigentlich ganz gut hacken, ab und zu muss man ein kleines bisschen warten. So, schauen wir nochmal. Okay. Wir sehen jetzt schon deutlich mehr Informationen als Junior. Ich bin einmal für das Projekt Meetup freigeschalten, sehe so ein bisschen die Struktur, aber wenn ich in die Jobs reingucke, ist noch gehende Leere, hier darf ich noch nichts. Wenn ich bei den Nodes reinschaue, irgendwie auch nichts. Activity, darf ich schon was sehen, weil ich schon ein kleines bisschen was vorbereitet habe. So. Jetzt ist natürlich das Ziel, einmal zu sagen, okay, wie kriege ich eigentlich Rundeck dazu so konfiguriert, dass für die Gruppe, wir schauen mal ganz kurz, in welchen Gruppen ich so bin, Junior, Deploy, User, wie kriege ich die Gruppe Deploy dazu, gewisse Dinge zu machen, nämlich das Test- und das Stage-System einmal prinzipiell anzufassen und eben unseren Demo-Job auszuführen. Wir verwenden jetzt einmal die Gruppe Deploy, in der ist auch der Jenkins-Benutzer, dass auch der Jenkins nachher eben mit eingeschränkten Rechten läuft. Wie ihr vielleicht noch wisst, haben wir das mit dem Admin konfiguriert, ist nicht so optimal. Okay,
dadurch, dass ACLs in Runneck relativ komplex sind, haben die Jungs irgendwann auch festgestellt, dass wir die Leute ein bisschen unterstützen müssen, ACLs zu konfigurieren, dass nicht irgendwie auf einmal jeder alles darf, sondern wirklich in einer gewissen abgeschotteten Welt gelebt wird. Und da gibt es das Tool RD-ACL. Und das unterstützt uns ungeheim darin, einfach unsere ACLs zu konfigurieren, Tests auszuführen, darf der Benutzer das, Anfragen zu stellen. Das Tool geht auf die Dateien drauf, es redet nicht direkt mit Rundeck. Das vielleicht noch im Hinterkopf zu behalten. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass wir ganz am Anfang so Dinge gemacht haben. Wir haben den SSH-Key hinterlegt, wir haben das Projekt angelegt. Bei den ACLs wird es unterschieden in zwei verschiedene Kontexte. Es gibt einmal den Kontext der Application, das heißt, was darf der Benutzer in Rundeck prinzipiell machen, unabhängig von einem Projekt. Das wäre zum Beispiel, darf ein Projekt anlegen, darf ein Projekt löschen, darf einen SSH-Key editieren, sich den Private-Key rauskopieren und so weiter und so fort. Für den Job brauchen wir das nicht. Das ist eindeutig einem Projekt zugeordnet. Und das heißt, wir bewegen uns einfach mal im Scope von dem Projekt. Okay. Um einen ganz kleinen Eindruck zu bekommen, was für Möglichkeiten es prinzipiell gibt, an ACLs zu konfigurieren, kann man mit dem List für die Gruppe Deploy, für das Projekt Meetup sich das mal anschauen. Okay, hier oben ist einmal das Applikationsweite gesehen, hier unten noch der Storage Path und hier unten fängt es dann ein bisschen projektspezifischer an. Darf ich irgendwie was killen? Darf ich was ausführen? Ich kann auch noch die Option für einen gewissen Job angeben und mir anschauen, darf ich das nicht für einen bestimmten Job. Dasselbe gilt natürlich auch, dass ich mir angucken kann, darf ich irgendwas ausführen für eine bestimmte Node oder für ein bestimmtes Tag. So, wir können uns auch mit dem RDACL-Test da ein bisschen durchhangeln. Wir geben einmal den Kontext an, da haben wir gesagt, für den Kontext Project, für die Gruppe Deploy und wir geben natürlich noch an, für welches Projekt wollen wir das Ganze machen. Das ist für das Projekt Meetup. So, was für Optionen, ich mache das ganz kurz nochmal in meinem Bildschirm, was für Optionen kann ich mir da auswählen? Eine Option ist natürlich, das Ganze über einen Job zu machen. Das heißt, unser Ziel ist ja nachher, dass eben der Junior den Demo-Deploy ausführen darf, beziehungsweise Deploy-Demo heißt der Job. Geben wir das einfach mal an für den Job Deploy-Demo. Was für Optionen bietet es hier? Hier schlägt es uns vor, hey, du bist noch nicht ganz fertig mit deinem ACL konfigurieren. Du musst erst noch eben sagen, naja, was für Dinge erlaubst du denn mit minus A für diesen Job? Prinzipiell gibt es das Sternchen, dann darf ich alles. Interessant ist für den Junior vielleicht, dass er einmal die Job Definition lesen kann, dass er weiß, was auf dem System prinzipiell passiert. Das Run kümmert sich einfach darum, dass er prinzipiell den Job ausführen darf. Das heißt, ich könnte ihm verbieten, den Job zu lesen, aber er darf ihn ausführen. Und zusätzlich gibt es auch noch die Option Kill. Vielleicht ist irgendwas schiefgegangen. Ich will noch mal ganz kurz auf Stop drücken und das Deployment abbrechen. Das heißt, wir können ganz kurz die Option konfigurieren. Und jetzt schauen wir einfach mal, darf ich prinzipiell das ausführen oder darf ich das nicht? Wir sehen jetzt hier das Ergebnis, das ist nicht ganz so sprechend. Es kommen irgendwie dreimal, naja, das gibt keine Regel, die das erlaubt. Prinzipiell ist es verboten. Unten steht noch, Decision was not allowed, also die Zusammenfassung. Deswegen schlägt der Test fehl. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Option, das Ganze ein bisschen zu erklären, warum wurde das nicht erlaubt. Es passiert mit der Option minus V. Und jetzt gucken wir uns mal an, okay, das Result, das haben wir schon gesehen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer rein. Das heißt, hier gibt es eine Entscheidung für den Deploy-Demo vom Typ Job,
für unsere Gruppe Deploy wurde die Aktion Kill rejected. Hier unten. Wieso? Naja, es gibt keine Regel, die das erlaubt. Das gleiche passiert auch mit der nächsten Action. Wir haben ja einmal Kill, Read und Run definiert. Hier unten ist das Ganze noch für Run. Zusätzlich sagt er, naja, es wird eben nicht erlaubt. Aber es bietet uns die Option an, mit dieser ACL wird es erlaubt werden, wenn sie verfügbar wäre. Prinzipiell sagt die ACL auch nichts anderes wie für die Gruppe Deploy, für das Projekt Meetup, für einen Job erlauben wir Read, Run, Kill. Und der Name für diesen Job muss eben dem Deploy-Demo entsprechen. So, das Ganze können wir auch in freundlich mal ausgeben lassen, wenn wir hier das RDACL-Create nehmen. Wenn wir hier das nochmal anschauen, das ist der gleiche Output. Den können wir einfach nehmen und uns in eine ACL-Datei reinpipen. Die ACL-Datei habe ich schon angelegt. Wichtig ist, ACL-Dateien liegen prinzipiell in etc Rundeck und müssen auf die Dateiendung ACL-Policy enden. Und dann funktioniert es. Wenn wir uns nochmal den Test angucken, prinzipiell schaut sich Rundeck oder ARDACL an. Was für ACL-Dateien gibt es schon, existierende? Wir führen das nochmal aus. Hier sehen wir, okay, diese Decision wurde erlaubt für Action Kill. Diese Decision wurde auch erlaubt für Action Kill und für Run auch. Zusätzlich steht auch noch dabei, welche ACL, also einmal in welcher ACL-Datei steht das Ganze, dass es erlaubt wurde, beziehungsweise hier mit dem Index. Prinzipiell wurde es erlaubt, das heißt, wenn wir uns wieder einloggen und den 60-Sekunden-Intervall nicht ganz hart treffen, können wir diesen Job sehen. So, wir ziehen das ganz kurz noch nach. Wir haben ja vorher gesehen, unser Deploy-Demo-Job nutzt eben auch einen gewissen Service-Job, deswegen müssen wir den auch noch freischalten. Okay, wenn wir den Test auch noch ganz kurz für den Service anschauen. Okay, funktioniert auch, wurde auch erlaubt. So, jetzt wechseln wir einfach mal kurz in das Frontend rein, schauen nochmal in das Projekt rein und sehen auf einmal, ah, okay, hier gibt es das Deploy-Demo, es gibt hier das Service-Demo, aber der SSH-Daemon-Job ist im Verborgenen. Vielleicht noch 5 Minuten. Also die Frage ist, wie lange dauert es noch? Ungefähr 5 Minuten. Aber wir sind gleich durch. Wir sind wirklich gleich durch. Genau. Was eigentlich jetzt noch fehlt ist, naja, ich klicke hier mal auf so einen Job drauf, aber fettes Warning, ey, du hast keine Nodes. Das heißt, wir müssen noch für den für die Deploy-Gruppe, für unseren Junior-User, müssen wir eben noch auch das für die Nodes erlauben. Okay. Schauen noch mal ganz kurz, was für Optionen uns das Ganze anbietet. Hier sehen wir, okay, das gibt es auch für Nodes. Übernehmen das mal kurz und erlauben das für die Node-Test. Erlauben einmal Node-Informationen zu lesen, Read und Run. Okay, hat natürlich nicht geklappt, dürfen wir nicht. Wir erstellen uns kurz die ACL. Stage-System darf der Junior auch deployen, ist noch nicht ganz so wild. Wichtig ist natürlich nur, dass er eben das Prod-System nicht deployen darf. So, wenn wir ganz kurz nochmal schauen, was sagt unser Test? Prinzipiell dürfen wir das Testsystem deployen. Die Entscheidung wurde erlaubt. Und jetzt schauen wir einmal noch ganz kurz rein, ob die Nodes auch hier bei unserem Job auftauchen. Okay, hier sehen wir, als Junior-User haben wir uns eingeloggt. Und wir können jetzt das Testsystem deployen. Schauen wir mal kurz auf den Log-Output und sehen, prinzipiell funktioniert alles.
der Job konnte per SSH eben hier sich auf das System einloggen, konnte den Demo-Service stoppen, die ganzen Aktionen machen und die Anwendung kam wieder hoch. So, was aber eine wichtige Erkenntnis ist hierbei ist, prinzipiell haben wir nur Nodes freigeschalten, die der Benutzer wirklich verwenden darf. Also es ist wirklich ein sehr restriktives System. Prinzipiell, was nicht erlaubt ist, sieht der Benutzer nicht. Mhm. Also die Frage ist, wenn ich dem Junior-User einmal über die Gruppe Deploy das Recht gegeben habe, das Tag Meetup zu deployen, ist es wieder möglich, dem das Ganze zu verbieten. Prinzipiell ist es so, dass man auch eine ACL erstellen kann, die explizit was verbietet und die greift stärker wie eine ACL, die was erlaubt. Aber natürlich könnte ich auch die ACL-Datei an sich editieren und es wieder rausnehmen. Funktioniert auch. Okay. Soweit wäre ich durch mit meinem Vortrag. Muss ich natürlich nochmal kurz Slides wechseln. Wir suchen natürlich auch Jobs. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen? Nö. Aber wenn du Beratungsbedarf hast, können wir da sicherlich was machen. Ja, es wäre natürlich eher in dem Umfeld FOPS dann natürlich. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, oder? Ja. Ja, also die Frage ist, kann man Rundeck über die API auch in andere Systeme integrieren, gerade über die HTTP-API? Ja, funktioniert. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir dadurch, dass ich gerade ein bisschen die Toolchain ein bisschen gepusht habe und ein bisschen modernisiert habe, auch ein bisschen mit Build-Servern rumgespielt habe. Wir setzen zum Beispiel GitLab ein und GitLab CI in einem Projekt. GitLab CI ist ein relativ stupider Build-Server, also man muss ihm das Kommando sagen, was er zu tun hat und so weiter und so fort und dann baut er einem einfach den Job. Und prinzipiell ist es so, dass es keine direkte Integration natürlich mit Rundeck gab. Da war es dann einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wie sieht die API von Rundeck aus? A, ist ja eigentlich relativ einfach, einen Job zu starten und zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Man kann da ein bisschen pollen und gucken, wie der Jobstatus sich verhält. Also ist überhaupt kein Problem. Einen kleinen Hinweis gibt es da vielleicht. Die ACLs funktionieren, ja. Es gibt eine Gruppe, wo man sich bei der API per Token authentifizieren kann. Aber dann greifen, also wenn man sich per Token authentifiziert, greifen nur die ACLs für diese explizite Gruppe. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man auf einmal sagt, naja, Token-Authentifizierung darf alles, ist vielleicht keine so gute Idee, weil man sich die ganze ACL sonst sich zerschießt. Das heißt, prinzipiell ist nach wie vor sinnvoll, sich der Benutzername per Passwort anzumelden, dann bekommt man ein kleines Cookie, kann es per Curl einfach wieder mitschicken zum Beispiel. Aber die API ist ganz gut hackbar. Beantwortest du soweit deine Frage? Ja, aber anknüpfend an den letzten Vortrag mit diesen Chat-Ops, wird das bei euch auch gemacht? Rundeck ist auch in unseren Chatbot zum Teil integriert, der wird auch gemacht. Aber es hätte jetzt einfach ein bisschen den Rahmen gesprengt, noch ein bisschen auf die API einfach einzugehen. Vielleicht gibt es einen Teil 2, wo wir uns die API anschauen, mal schauen. Also als kurzer Einwand, bei den Notifies kannst du so Webhooks definieren und da könntest du sagen, hier schreib mir in den ELC, dass das cool war jetzt der Job oder so und was da lief. Wie ist das allgemein, also wenn ich das jetzt mit Ansible oder irgendwie vergleiche, wo halt immer so beworben wird, Battery is included, ich sage, okay, mach irgendwas, das ist sehr deklarativ, das war jetzt ja sehr low-level, dass ich halt, okay, mit SSH im Prinzip alles machen kann. Gibt es solche, sagen wir, diese Batteries included auch bei Rundeck oder ist das überhaupt nicht an, also völlig falsche Ziel? Okay, Frage ist so ein bisschen, gibt es Batteries included auch in Rundeck?
nenne ich es einfach mal. Prinzipiell kannst du auch, anstatt per SSH Kommandos auszuführen, einfach auch per Ansible Dinge ausführen lassen. Das heißt, Rundeck würde dann eben als dein Host fungieren, von dem Ansible auf einen entfernten Host gestartet wird. Ist überhaupt kein Problem. Ist vielleicht so ein bisschen Konkurrenz zu dem Ansible Tower, wo man dann per API auch Dinge anstoßen kann. Perfekte Überleitung. Ich würde nämlich gerne, also wenn ich angenommen, ich würde jetzt Ansible-Tasks damit starten und eine Option, die ich da sehen würde, die ich eher kontrolliert ausführen lassen wollte, wäre die Selektion von Tags. Das heißt, ich habe meine Playbooks getaggt, meine Rollen, und jetzt möchte ich gewisse Kombinationen davon erlauben. Ich weiß aber ganz genau, es funktionieren gewisse Kombinationen, die ich zwar insgesamt auswählen überlassen möchte, nicht miteinander. Kann ich da komplexere Logiken hinterlegen? Also dieses Tag und dieses Tag, aber nicht dieses Tag und dieses Tag. Oder du machst dein Deploy ein bisschen sinnvoller. Also, eigentlich fragt sich jeder, warum wir solche Playbooks schreiben. Also die Frage ist, kann ich irgendwie komplizierte Tags, über die meine Playbooks dann nachher ausgeführt werden, kann ich das in Rundeck irgendwie ansteuern? Die Frage ist natürlich, inwieweit diese Tags von deinen Playbooks mit den Nodes zusammenhängen, die du eben in Rundeck hinterlegt hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut die Host, also das Inventory sozusagen, wir haben ja die Nodes-Datei vorher von Hand geschrieben, inwieweit das automatisierbar ist, dass Rundeck das irgendwo schön herbekommt. Prinzipiell, wenn du das anbietest als HTTP-URL in dem Format, kannst du die Tags, die deine Playbooks und deine Hosts in deinem Ansible-Umgebung haben, auch in Rundeck 1 zu 1 verwenden. Und das ist natürlich die Frage, kann Rundeck über die Filter das so abbilden? Weiß ich jetzt nicht genau, aber vielleicht geht es. Also da ist wirklich die interessante Frage, wie kriege ich eigentlich die Hosts, die ich per Ansible verwalte, in Rundeck rein? Und wie dynamisch ist das Ganze natürlich? Aber fragt man sich nicht dann manchmal vielleicht auch, wieso habe ich denn da noch so Jenkins? Das kann doch mein Rundeck alles auch. Ich kann beliebiges Bash irgendwo ausführen. Ja. Das heißt, ich kann Tests ausführen, ich kann es ja. Oder umgekehrt, ja. Die Frage ist, worin liegt der Unterschied zwischen Rundeck und Jenkins? Jenkins hat eine sehr große Verbreitung einfach in der Bildumgebung. Da sind sie relativ fit, was das Ganze angeht, bewegen sich mit der Zeit auch auf ein bisschen modernere Dinge. In der letzten Zeit kam mit Jenkins 2.0 und so weiter raus. Jenkins ist einfach sehr gut darin, Dinge zu bauen. Rundeck ist dazu nicht ganz so gut fähig. Das ist eher auf der Ops-Seite, dass es zum Beispiel ein Self-Service-Portal für Dinge ist, die eben Ops betreffen. Da spielt es seine Dinge aus. Ich weiß nicht, wie zum Beispiel in Jenkins das abbildbar ist. Naja, ich meine, per SSH kann ich mich irgendwo hin verbinden, kann vielleicht noch irgendwo was hin kopieren. Aber wie sieht die Zugriffsberechtigung aus? Also es gibt das Matrix-Plugin und so weiter, aber bin mir nicht sicher, wie gut das da alles abbildbar ist in Kann Jenkins. überhaupt in Bayern nicht Definition wahrscheinlich. Das hat auch so gesagt. Das, was du jetzt ganz einfach in Stage und sonst was gemacht hast, dass es halt tatsächlich auch eine Berechtigung passt. Ja. Jenkins kann man ein paar Plätze in die Host setzen, aber naja. Ja, also wirklich, wenn es in so Environments reingeht, da spielt einfach Rundeck seine Stärken aus. Für Build Tool würde ich es nicht nehmen, aber da gibt es einfach Tools, die es besser können. Okay, sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen. Okay, ein Announcement: Wir haben ja schon das nächste Meetup gescheduled. Das geht ja wie am Schnürchen wieder bei uns. Das ist dann wieder bei uns bei Blue Yonder, da in der Marktstadt. Was? 29. 29. November. Über Domain-Driven Design, so ein Architectural Pattern. Bin selber gespannt, keine Ahnung. Ist da jemand da, der das macht? Nee. Ich meine, die kommen aus Reutlingen. Ja, von meiner kommen sie halt nochmal. Ja, gut, Schwaben. Interessant. Also, ja, ganz kurzes Announcement. Draußen gibt es noch belegte Brötchen. Wer noch ein bisschen Hunger hat, darf gerne was essen. Und Getränke gibt es natürlich auch noch. Ja. Okay.